Hey ja, Leute, herzlich willkommen zu einer kleinen Vorstellung einer Sache, die ich gebaut habe. Ihr kennt doch meine Nummer 9 Häuser, die ich gern baue. Geklaut von Direwolf, aber trotzdem. Ich habe eine Maschine gebaut, die das absolut automatisch bauen kann. Ich glaube, es kann bestimmt einige, die es gesehen haben, in meinem Bauvideo, was weiß ich. Und ich finde, es ist einfach total cool. Ein richtig schöner Block 9x9. Wollen wir mal anschauen, ob das immer noch so richtig schön läuft? Man sieht natürlich so ein bisschen den Fortschritt meiner Bauphase hier hinten. So soll es aussehen. Ich habe es noch ein bisschen höher noch gebaut. Man sieht so, es wird immer größer und in die andere Richtung wird es immer kleiner. Aber wir wollen es doch mal starten. Ein einziger Block Nummer 9 ist mit Seitenfenster in jede Richtung 1 genau 11 Blöcke breit. Also wollen wir doch mal genau 8 gehen. Ich würde es nicht beschleunigen, höher geht nicht. 1, 2, 3, 4, 5 und wer sich ansehen will, wie das Ganze funktioniert, 6, der sollte bitte, der soll sich die Frames anschauen, 7, let's Frames, glaube ich, 8, ist übrigens auch in dem Video verlinkt, 9, wenn ich es bis dahin schon hochgeladen habe, 10 und 11, das genügt. Man kann die Maschine hier unendlich lang laufen lassen. Hier ist so ein bisschen, habe ich sie in den Boden rein. Das hier ist ein bisschen zu hoch. Ich müsste, normalerweise müsste ich den Boden auf eine Ebene setzen, aber das richtige Haus sitzt halt ein bisschen höher. Hier wird es halt abgebaut, aber damit das richtig schön platziert wird. Schauen wir uns mal an, was wir Neues erstellt haben. Sieht doch aus wie ein richtig schöner neuer Baukomplex. Schaut euch das an. Sieht doch aus, als hätten wir ein neues Haus, wo wir noch was reinbauen können. Natürlich kann ich noch leider nicht in verschiedene Richtungen erweitern. Das wäre natürlich noch cool. Wenn man zum Beispiel sagen kann, in die Richtung noch. Aber dann müsste ich das gleiche nochmal kopieren oder so. Und es schüttet schon wieder. Regen aus. Danke. Ich hasse es immer, wenn es regnet in Minecraft. Aber das wisst ihr ja. Und so hat man ein richtig schönes Haus. Das Einzige, was nicht funktioniert, sind Torches. Die kann man nicht automatisch platzieren lassen. Ohne, dass die buggen oder so. Und das, ja, vor allem, wenn man jetzt hier würde als nächstes der versuchen, direkt das drauf zu, oder die Fackeln drauf zu bauen, das haut einfach nicht hin. Mir gefällt's. Was denkt ihr davon? Was soll ich als nächstes in Frames bauen? Wir sehen uns. See ya, Leute. Bye-bye.